Hi, hier ist der Schorsch von Try It Fit mal wieder und du siehst Vlog Folge Nummer 10. Aber bevor wir nach vorne schauen, erstmal noch einen Blick zurück in die letzte Woche. So, ihr Lieben, ich komme gerade von dem ersten Erkundungslauf zurück. Ich habe mir den kompletten Rössleweg mal als GPX-Datei runtergeladen und bin jetzt quasi vom nächsten Punkt, der bei uns liegt, quasi bin dahin auf den Weg gelaufen und dann ein paar Kilometer entlang. Waren jetzt heute 18 Kilometer. Ich erinnere mich nicht mehr genau, ich muss nur mal aufs Handy gucken oder auf die Uhr. Aber ihr merkt, ich bin ein bisschen verpeilt, weil das war echt hart. Also wir haben jetzt kurz nach 6 waren es schon 23 Grad. Das heißt, es ist warm und schwül. Normalerweise leide ich da nicht so drunter, aber mit den Höhenmetern, die das heute waren, hat sich das schon echt hart angefühlt. Ich weiß noch nicht so genau, woran es lag, aber es geht einfach verdammt viel hoch und runter. Es gibt eigentlich kaum gerade Strecken, jedenfalls auf dem Abschnitt, wo ich jetzt gelaufen bin. Und heute Morgen hatte ich so ein bisschen im Kopf, dass ich eine ziemlich saudumme, blöde Scheißidee hatte, diesen Weg zu laufen. Jetzt natürlich, wo ich hier zu Hause sitze und schon ein bisschen was getrunken habe, sieht es wieder anders aus. Jetzt ist es gar nicht mehr so kacke. Aber ja, ich werde da wohl das Training entsprechend anpassen müssen. Und das wird das etwas andere Intervalltraining werden, wenn ich ständig so hoch und runter laufe. Ich guck mal, dass ich hier mal das Streckenprofil gleich noch mit einblende. Und dann könnt ihr euch mal angucken, was ich da heute Morgen gemacht habe. Nächste Woche laufe ich in die andere Richtung und hoffe, dass es da viel angenehmer und viel flacher ist und überhaupt gar keine Höhenmeter. Ich wollte es einfach kurz festhalten, weil die Eindrücke gerade, glaube ich, noch am intensivsten da sind. Und schauen wir mal, wie es mir in 2-3 Stunden, in 3 Tagen oder wann auch immer ich noch den nächsten Teil für den Vlog aufnehme, geht. Und wie ich die Sache dann einschätze. Ein einfacher, ebler, flacher Lauf wird es auf jeden Fall nicht werden. So, ist jetzt genau eine Woche später, eine Woche nachdem ich ja das letzte Video aufgenommen habe, wo ich mich so sehr über den Lauf gefreut habe. Heute auch ein bisschen anderes Format, die Qualität nicht ganz so gut, es wird ein bisschen wackeln. Aber ich habe gerade meine Sachen gepackt, es ist kurz vor 6:30. Ich mache mich gleich auf den Weg und ich werde heute nicht nur ein paar Kilometer auf dem Weg quasi Richtung Süden laufen und wieder zurück, sondern ich laufe heute 20 Kilometer, vielleicht wahrscheinlich eher sogar 22, 23 in eine Richtung und habe jetzt gerade Sachen gepackt bin mal gespannt, wo ich eine Dusche finde. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, die Leute wissen nur noch nicht Bescheid. Ich muss mich da gleich nochmal melden. Und dann schauen wir mal. Frühstück habe ich dabei, Zahnbürste habe ich dabei, neue Klamotten habe ich dabei. Jetzt laufe ich mal da 22 Kilometer in die Richtung. Da wartet eine ordentliche Steigung. Ich werde euch zwischendrin mit dem Handy mal mitnehmen und vielleicht auch ein, zwei Videos machen. Ja, die Qualität wird da dementsprechend sein, aber ich schleppe jetzt nicht die große Kamera mit. Das macht auch keinen Sinn und ist auch zu gefährlich, weil ich möchte das Ding nicht irgendwo hinwerfen. Deswegen heute Handyformat, jedenfalls ein Stück weit. Kleiner Tipp noch, deswegen habe ich jetzt nämlich zwischendrin das Video gemacht. Ich bin gerade dabei, ein Gel aufzuwärmen. Es ist irgendwie nicht die beste Idee, Energiegels im Kühlschrank zu lagern, weil flüssiger werden die nicht und ich nehme die halt nicht aus der Tube, sondern fülle mir die immer hier in solche weichen Flaschen rein. Die kann ich gut in meinen Rucksack packen. Jetzt muss ich aber gucken, dass das warm wird und dann kann ich das erst umfüllen, weil wenn die so kalt sind, dann gehen die überhaupt nicht aus der Verpackung raus. Dann kommt noch ein bisschen Proteinpulver dazu, Wasser und dann bin ich auch schon auf dem Weg. Jetzt habe ich circa 7-8 Kilometer, also bin gleich quasi so auf Halbzeit. Habe hier aber gerade ein gerades Stück und muss nicht gleich wieder bergauf. Ihr hört schon, ich bin gut dabei. Außerdem gibt es hier eine schöne Aussicht. Mal gucken, ob man das sieht. Hier unten die Stadt. Hier irgendwo Fußballstadion. Keine Ahnung. Hier hinten halt. Und ich laufe jetzt, ich zeige es jetzt einfach so, bevor ich aus dem Bild bin. Ich laufe jetzt hier quasi den Weg weiter, hier hinten rum. Muss dann hier unten ins Tal. Und muss dann da drüben wieder hoch. Und dann quasi hier hinten sieht man die Türme, das ist der Fernsehturm. Da muss ich hin. Der Rössleweg geht dann quasi
ganz hinten da einmal außen rum und kommt dann ganz hinten wieder zurück. Ja, ich habe mich heute so ein bisschen eingeschossen auf langsames Laufen. Ich habe es nicht eilig. Ankommen ist die Devise. Ich höre mein Frühstück im Rucksack hinten klappern. Das ist nicht ganz so gut, weil ich ständig an Essen denke. Aber vielleicht motiviert es mich irgendwann. Ich werde jetzt hier mal runterlaufen, versuche ein bisschen zu erholen und dann geht es oben wieder hoch. Wenn ich oben bin, dann ist eigentlich die Hälfte schon geschafft. Vielleicht melde ich mich da nochmal, ansonsten melde ich mich, wenn ich durch bin. Ja, es hat jetzt angefangen zu regnen, was ich eigentlich echt schön finde. Ich bin hier gerade an dem Punkt, wahrscheinlich gibt es heute oben noch mehr. Aber wollte hier gleich mal, das ist jetzt quasi die andere Seite, also vorhin war ich da drüben. Jetzt bin ich durchs Tal, jetzt geht es hier hinten hoch. Und die Aussicht auch gerade hier hinten rein, man sieht das gar nicht so gut. Hinten rein. Also landschaftlich ist es schon toll, steigungstechnisch ist es jetzt noch ganz ordentlich. Ich werde noch mein Höhenprofil mit einbauen ins Video, damit ihr euch das angucken könnt. Ich mache jetzt mal weiter. Nur um das kurz mal hier so ein bisschen zu dokumentieren. Also von ein bisschen Regen heute Morgen und dann zunehmend 28, 32 Grad ist keine Rede. Es schüttet hier immer mehr und ich bin gespannt, wie ich aussehe, wenn ich ankomme. So. Ich habe mir gerade noch Joghurt geholt. Quark gab es leider keinen mehr. Da muss ich halt gucken, wo ich meine Proteine noch so herbekomme. Ich habe jetzt 25 Kilometer drin. Es hat ehrlich aufgehört zu regnen. Aber zwischendrin war es echt schlimm. Ich werde mich jetzt mal schön verpflegen. Duschen. Was Frisches anziehen. Und dann geht es mit der Bahn nach Hause. Glücklicherweise wohnt Papa auf halbem Weg. Das heißt, ich habe hier dann quasi Basislager. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir die Vorgeschichte durch, den Lauf durch und jetzt kommt quasi das Resümee. Was soll ich sagen, also im Vergleich zu letzter Woche wusste ich ja, was auf mich zukommt. Ich konnte mich darauf einstellen, bin langsam losgelaufen, habe ich auch in den Videos ja vorher schon gesagt. Und das hat sich als ganz gut herausgestellt, also es war für mich jetzt natürlich eine andere Belastung und ich muss mich da noch gut dran gewöhnen. So viel bergauf zu laufen. Ich habe Screenshots gemacht, habe ich schon reingeschnitten, weiß ich jetzt noch nicht, weil ich das erst beim Schneiden entscheide. Aber es waren 495 Höhenmeter, also um die 500, die ich heute hochgelaufen bin. Und ja, das ist natürlich was Neues für meinen Körper und das merke ich jetzt auch gerade, wenn ich hier in der Gegend laufe. Also einmal in die Küche und zurück, da merke ich meine Beine heute mehr als gestern. Aber es ist definitiv nicht mehr so schlimm wie in letzter Woche. Also letzte Woche hat mich das echt schockiert, wie anstrengend das ist. Heute war es aber auch nicht so warm. Dafür war es im Gegenteil am Ende sogar fast ein bisschen kalt, weil es halt so viel geregnet hat, was so nicht angesagt war. Sonst hätte ich mich auch anders angezogen. Was heißt das jetzt für mein Vorhaben? Das heißt, zwei Dinge eigentlich. Das eine ist, ich kann mich dran gewöhnen, ich kann das trainieren und ich denke, in 3, 4, 5 Wochen werde ich solche Läufe ganz anders wegstecken. Das muss ich jetzt aber halt einfach durchhalten. Die andere Sache ist die, ich habe 2:45 gebraucht für 25 Kilometer. Jetzt hat der Rössler Weg 54, das heißt, ich war ungefähr bei der Hälfte, also knapp drunter. 2 Kilometer hätten noch gefehlt. Ich muss, glaube ich, mit einer anderen Zeit rechnen, also mit Glück an einem guten Tag kann ich das Ding vielleicht unter 6 Stunden laufen. Und ja, damit verbunden halt auch die Überlegung, ich bin jetzt quasi gegen den Uhrzeigersinn gelaufen, also ich blende es hier nochmal schnell ein. Habe es ja in den letzten Videos auch schon eingeblendet, ich laufe quasi, also nein, ich laufe mit dem Uhrzeigersinn, fällt mir gerade ein. Mit dem Uhrzeigersinn bin ich heute gelaufen um Stuttgart rum. Das war eigentlich erst der Plan, weil ich dachte, dann habe ich die größte Steigung quasi am Anfang gleich weg. Aber ich muss mir das Streckenprofil noch mal ein bisschen genauer angucken. Es kann auch sein, dass es halt Sinn macht, gegen den Uhrzeigersinn zu laufen und die Höhenmeter, also die Steigung, die ich heute hatte, dann nur noch quasi als Abwärtsgeschichte angehen zu müssen. Da muss ich zwar auf der anderen Seite auch ein bisschen hoch, aber das ist nicht so steil. So rum, wie ich es heute gelaufen bin. Das heißt, da werde ich noch ein bisschen dran feilen, gucken, ob vielleicht die andere Richtung weniger Höhenmeter bereithält. Dafür werde ich aber nächste Woche erst einmal in die andere Richtung 10 Kilometer laufen und dann, also dann 10 Kilometer in die andere Richtung, Richtung Norden dann und dann 10 Kilometer wieder zurück und in 2 Wochen dann
mal schauen, ob ich da auch die vollen 20 auf dem Rösleweg gehen kann und dann da irgendwie mit Bus und Bahn oder mit Bahn oder wie auch immer zurück kann. Das kann ich noch nicht so genau abschätzen, das muss ich mir nochmal angucken. Aber ich bin zuversichtlicher. Ich habe auch schon ein paar Tipps mir eingeholt, was die Ernährung angeht. Da gibt es unzählige Sachen und ja, da werde ich mich jetzt auch mal ein bisschen durchprobieren müssen. Aber dazu gibt es in einer anderen Folge mehr. Ich werde einfach einmal eine Folge machen zur Ernährung, was ich mir so vorstelle oder was ich bis dahin auch getestet habe, weil es gibt halt nichts Besseres, als es beim Laufen zu testen. Eine Sache ist zum Beispiel Kartoffelbrei in Tüten. Ich weiß nicht, ob ich das machen will, aber man kann ihn tatsächlich quasi in so Zip-Tüten einpacken und dann kann man halt unterwegs ins Gehen wechseln und Löffel raus, Kartoffelbrei hier vorne aus der Tasche raus und dann... ich weiß auch nicht so genau, ob ich das machen werde oder andere Sachen, aber da gibt es auf jeden Fall eine ganze Bandbreite und ich muss da einfach das für mich finden, was passt. Und ja, das gibt es dann entweder in Folge 11, Folge 12, Folge 13 oder Folge 14. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele noch schaffe, bevor ich laufe. Ich sollte mir vielleicht auch mein Datum wählen, an dem ich das mache, oder ein Fenster, weil ich möchte nicht unbedingt 6 Stunden im Regen laufen. Ich würde aber tatsächlich gerne versuchen, das Ding in 6 Stunden zu laufen. Wenn ich ins Gehen wechseln muss, die letzten 10 Kilometer, ist es zeitlich nicht mehr zu halten. Also würde ich sagen, Primärziel ist, einmal rumzulaufen, egal was es kostet, auch gerne mit Gehen und dann so lange, wie es halt dauert. Und das zweite Ziel, wenn machbar, unter 6 Stunden. Damit wäre ich dann schon zufrieden. Und das ist eigentlich auch, finde ich, ein guter Schritt, den ich jetzt in der letzten Woche gemacht habe, von, oh Gott, das ist schrecklich, hier hoch und runter zu laufen, bis hin zu, ich habe jetzt Ziele. Und ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich bin auch gespannt, wie es meinen Beinen geht, wie es mir so geht in den nächsten Tagen und ja, wie ich das so wegstecke. Das wäre es für heute. Könnte nochmal darauf hinweisen, dass wir ja nicht nur hier Videos machen oder ich nicht nur hier Videos mache, sondern ja, wir auf Try It Fit auch schreiben und einen Podcast haben. Und alle wichtigen Links gibt es unten in der Videobeschreibung. Einfach da reinschauen, unsere Seite mal angucken. Gerade wenn du, lieber Zuschauer, im Triathlon-Bereich interessiert bist, haben wir ziemlich viel. Aber du siehst, auch andere Ausdauersachen interessieren uns. Ein bisschen Krafttraining machen wir auch noch. Das heißt, es gibt sicher auch für dich bei uns was zu lesen und zu hören und hier bei YouTube sowieso zu sehen. Das wäre es bis jetzt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.